Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu unheimlichem Geräusch. Nein, willkommen zu Resident Evil 2 Remake. Ja, schon ein ganz großer Minuspunkt, das einfach nicht gesagt wurde. Ja, Resident Evil 2. Man soll hier das irgendwo einstellen können, dass dann hier das gesagt wird. Also man kann die alten Sounds, die alten Musikdaten etc. pp. Nehmen für dieses Spiel, aber habe ich bisher nicht mal gewusst, bis ich das Let's Play von Andy und Chris gesehen hatte. Die hatten das wohl erwähnt. Man kann auch irgendwo einstellen, dass die wieder so pixelig sind wie damals halt im alten Original. Alles möglich. Und warum steht hier unten eigentlich Resident Evil 3? Okay, hier könnte man direkt dann die Demo spielen? Fragezeichen. Interessant. Aber okay, das wollen wir jetzt nicht. Habt ihr schon ein schönes Bild davon gesehen? Wo ich das ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr hochladen werde. Ich weiß es aber nicht so ganz genau. Wir haben jetzt noch gerade 2020 und sind noch mitten in der Corona-Krise schlechthin. Was kann man Besseres tun, als stundenlang zu zocken? Das weiß ich nämlich auch nicht. So, wir wählen natürlich Kampagne. Und wir wollen nicht fortsetzen. Ich habe gerade eben noch, ich weiß nicht, ich glaube 4 Testaufnahmen insgesamt gemacht. Wir wollen ein neues Spiel. Und starten, ja, jetzt haben wir hier die Auswahl mit Leon S. Kennedy und natürlich mit Claire Redfield, wie man es kennt. Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Muhaha. Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Das zweite sehr ist irgendwie eins zu viel, habe ich im Gefühl, aber ist egal. Wir starten jetzt. Ich habe hier schon die Beleuchtung gedimmt, nur ein kleines Lämpchen an und die gewohnte Bildschirmbräune. Und damit ist das dann richtig schön atmosphärisch. Und ich hoffe, dass ich mich ein bisschen gruseln werde sogar. Meine alten Notizen sind hier auch neben mir. Ansonsten Stifte und Papier habe ich hier auch neben mir. Ich bin bestens vorbereitet, hoffe ich. Und ja, let's go. Ach so, ja. Ihr wisst, ich bin ein Noob, deswegen verzeiht mir bitte. Ich spiele wie auch das Original auf leicht. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas, in der Leon S. Kennedy seinen Dienst als Polizist antreten sollte. Auf seinem Weg zum Revier erregen die trüben Lichter einer Tankstelle die Aufmerksamkeit des jungen Polizisten. Den Rest müsst ihr selber lesen. Spul zurück. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase. Ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur?
Niemand da? Komisch. Ja? Ja, und jetzt sind wir im Spiel drinne. Ich weiß, es ist immer noch etwas ungewohnt, wahrscheinlich für euch, wie für mich, Resident Evil auf Deutsch zu spielen, mit einer deutschen Synchro. Aber, naja. Ich finde die deutsche Synchro, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Die ist gar nicht mal so schlecht. Natürlich ist die englische besser, also das kann ich ganz klar sagen. Also, ja, es ist teilweise besser betont, zum Beispiel, was sie sagen, was dann besser zur Situation passt auch. Aber egal. Das ist auch geil hier so. Ah, scheiß Regen, ne? Erstmal die Hand auch davor halten. Es sieht einfach unglaublich geil aus. Welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Da muss natürlich direkt ganz groß auf Umbrella hingewiesen werden, dass es deren Heimat ist, von niemandem sonst. Umbrella ist das Beste überhaupt. Ja, erstmal hier auch das Regenwasser so abwischen von sich. Einfach nur geil. Also allein schon, wie Leon natürlich aussieht und wie das Ganze hier gemacht wurde. Auch der LKW-Fahrer wieder am Anfang. Auch wenn man am Anfang sagen könnte, schwuler LKW-Fahrer, wenn man jetzt an das Original denkt, dass ja da er den Mann rausgeschmissen hat. This guy is a maniac. Why did he bite me? Ja, da könnte man sagen, okay, warum war er bei dir? Aber nein, okay. Das ist jetzt wirklich natürlich extremes Denken, ich weiß. Was steht denn hier Schönes? Enjoy the rich aroma of our specially selected beans. Ja. Mache ich aber nicht. Ich will mir jetzt hier keinen tollen Kaffee von euch. Dingo Red Cigarettes. When life has you seeing red, enjoy the wild taste of Dingo Red Cigarettes. Get wild. Now on sale. Ich kann auch so wild sein, auch ohne Zigaretten. Und warum steht hier ein palastes Polizeiauto? Warum bist du mit diesem Jeep gekommen, Leon? Das war im Original auch schon etwas anders. Hm. Hamburgers. Warum sehen Hamburger auf Bildern eigentlich immer besser aus als in der Realität? Keiner weiß es. Aber das ist schon wirklich sehr geil gemacht hier, dieses ganze Let's have fun. Diese ganzen Sachen hier. Free Air. Muss hier jetzt schon gekauft werden? Instructions. Okay. Ah, Eis. Ganz schön teuer. Aber okay. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir gehen jetzt in die Tankstelle. Little wine to mind from the day. Okay. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Würde ich auch sagen, dass hier was nicht stimmt. Mit dem Blut hier, alles umgefallen. Vor allem, warum ist hier kein Licht an? Hm. Wer macht denn hier so komische Geräusche? Lass das. Das ist sehr geil. Herb Ice Cream. Neu, grüne Kräuter. Dieses Eis heilt ihre Wunden, oder was? Sehr, sehr schön. Es ist so herrlich detailliert. Ja, auch Zeitschriften. Sieht einfach so, so echt aus. So geil. Eric. Okay. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Was zum Teufel?
Stopp! Ich schieße! Tja, der ist tot. Nichts wie raus hier. Wow. Was zum? Darf ich mal vorbei? Danke. Ich habe nämlich keine Munition zum Nachladen gerade, deswegen habe ich ein Problem. Wow. Lauf, Leon. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Alle Einwohner, aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Halt!
Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Definitiv. Wo lang? Da lang, okay. Scheiße. Ja, sind alle das so. Wird die Scheiße. Alle verwandelt. Mhm. Scheint zumindest so. Da ist sie. Die Polizeistation. Gut, gut. Genau, geh du da lang, Zombie, ist okay. Nee, ich will gar nichts von euch. Bleib einfach da, ist alles okay, alles gut. Endlich mal einen Moment zum Durchatmen hier. Ist ja schlimm. Ihr kommt denn nicht rein? Versuch's gar nicht erst. Frage ist nur, warum hatte Claire eigentlich direkt eine Knarre bei sich? Das war im Original logischer gelöst, dass sie die von Leon bekommen hat, quasi im Auto. Ich meine, okay, sie ist zwar die Schwester von Chris und der ist auch Cop, wie sie schon sagte, aber trotzdem. Tja, Pech für euch Jungs. Ihr müsst im Regen stehen bleiben. Ich gehe mal ins Trockene. Ja, erstmal ein bisschen trocken machen hier. Ach ja. Das sieht wirklich wunderschön aus, einfach nur. Und ich habe mich gerade an etwas erinnert, wenn ich diesen Raum hier sehe. Und das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Aber naja, gut. Hallo? Ist irgendjemand hier? Nein. Noch nicht zumindest. Das wird sich leider noch ändern, fürchte ich. Ein First Aid Spray. Und hier sind die Sprays auch nicht ganz so nutzlos. Wenn... Ja, danke. Wenn wir übrigens hier so ein rotes Häkchen sehen an so einem Objekt, dann können wir es einfach wegwerfen, weil dann brauchen wir es nicht mehr. Das ist natürlich sehr gut, um Platz zu sparen. Hätte ich jetzt auch in die Truhe legen können, aber wie gesagt, wenn Haken dran ist, brauchen wir es einfach nicht mehr. Deswegen, scheiß drauf. Ist das hier auch so dreckige Fußspuren, oder? Nee, Leons Schuhe sind noch sauber. Warum auch immer. Wer hatte hier so blutige Fußabdrücke? Hm. Warum sieht das hier so komisch aus, als wäre der hin und her gelaufen? Oder waren das mehrere Personen? Ist das Kinderspielzeug? Sieht ein bisschen aus wie Spielzeugautos, aber ist garantiert was anderes. Und du willst diesmal sogar drei Medaillen haben, anstatt nur eine. Gieriges Ding. Aber hier ist wirklich definitiv erst einmal niemand. Was ich mich noch frage, ist auch, warum haben sie das gleiche Schild gesehen hier mit Welcome to Raccoon City, was auch schon vor der Tankstelle war?
Ich meine, okay, ihr könnt natürlich ein paar Meter später nochmal aufgestellt sein, aber... Naja. Was macht Klopapier hier in der Eingangshalle? Ach, naja, egal. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Schickt Verstärkung. Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Ja, das sowieso, Leon. Das hast du gut erkannt. Obwohl mich das gerade so ein bisschen an Resi 6 erinnert hat. Erstmal ganz gespannt lange zuschauen. Ja, okay, er ist in Bedrängnis. Er hat mit einem Zombie mindestens zu tun, wenn nicht mehreren. Ich lass mir Zeit. Aber nein, okay. Ist sein erstes Abenteuer. Ich will nicht zu streng mit ihm sein. Gut, gut. Ja, hier können wir auch direkt speichern, wenn wir wollen. Wir brauchen keine Farbbänder mehr, was ich sehr gut finde. Und ja, den Typen werden wir auch suchen, aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Wir können mal ganz kurz gucken, noch was wir in der Truhe haben. Nichts. Das ist gut. Ich hätte auf ein Messer irgendwie schon gehofft, aber das kriegen wir wohl erst später, weil mit einem Messer können wir hier vorne zum Beispiel dann diesen Kasten aufschneiden, um dann hier hinzukommen, wo ja der erste Licker damals war. Und ja. Ich weiß gar nicht. Können wir jetzt in den typischen Raum, wo Marvin gewesen ist? Hier brauchen wir den Peak-Schlüssel. Und ja, hier ist ja auch schon die Treppe. Deswegen, nö. Ist ja auch alles ein bisschen anders. Warum stehen hier auch vor allem so Sofas hier erstmal? Als ob das ganze Polizeipräsidium renoviert werden würde. Als ob die am Umziehen wären oder so. Obwohl die andererseits ja auch eben im Radio schon durchgesagt haben, so ja... Ich hoffe, das habt ihr gerade nicht gehört. Das hat gerade laut geklingelt hier. Obwohl die ja gerade auch im Radio eben durchgesagt haben, ja, kommen Sie zur Polizeistation von Raccoon City, denn ja, hier haben sie Zuflucht und sowas. Ne? Hier deswegen auch so eine kleine Krankenstation eingerichtet und so. Wahrscheinlich haben sie das deswegen mit den Sofas hier gemacht und so. Und hier, wahrscheinlich sind das Sauerstoffflaschen, vermute ich mal. Aber ja, gut. Wie gesagt, das war's mit dem ersten Part. Ich weiß gar nicht, ob ich speichern soll. Ich habe zumindest keinen einzigen Treffer kassiert. Deswegen, ich glaube, ich speichere einfach mal. Scheiß drauf. Wir spielen hier eh nicht auf Ranking. Von daher, ich... Das wollte ich nicht. Bin ich jetzt ganz oben oder bin ich ganz unten? Ah, nee, das ist ganz oben. Dann überschreibe ich einfach mal den ersten Slot. Oder? Nein, ich mache das ganz anders. Ich bin jetzt ganz geschickt. Ich lasse einen frei und mache dann hier. Haha. So kann ich es gut unterscheiden, was fürs Let's Play war und was nicht. Gut, gut, ihr Lieben. Dann hoffe ich mal, der erste Part hat euch ganz schon... Der erste Part hat euch schon ganz gut gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder lasst doch ein Däumchen nach oben da. Oder am besten, wie gesagt, beides. Ihr kennt das ja. Und Leon und ich verabschieden uns von euch und sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.